Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Wir schreiten nun hier in Richtung Leuchtfeuer. Dort vorne haben wir natürlich auch noch eine Tür, aber da ist im Moment erstmal nichts für uns. Der hat es erwischt und da ist noch einer. So, der greift jetzt fleißig das Ding hier an. Dann greifen wir fleißig ihn an. Ja, lenken wir ihn nochmal ab. Was mit ihm? Und dann trifft uns der andere Bastard hier schon wieder. Wir weichen aus und dann reißen wir ihn um. So, das ist recht praktisch. Wir können ihn zwar nicht staggern, aber wir können ihn umreißen, weil wir so umwerfend sind. Hier sieht man Katy Perry. Das war ein sehr guter Versuch, mein Freund. Stolz auf dich. Wir reißen das hier ein. Und dann sehen wir hier eine Eishöhle. Dort unten können wir einen weiteren Gang hier aufsuchen. Ich weiß nicht genau, ob hier runter. Doch, wir können hier runterspringen, aber. Hier kommt dann nur zu einem Gebiet, in dem wir schon waren. Dieser Eisturm hier, der ist interessant. Die Brücke, die wir hier sehen, ist unterbrochen. Die hört da hinten auf. Da ist nämlich ein großes Loch in der Brücke. Und das ist ein neuer Gegnertyp. Der macht feine Sachen. Kann ihn aber staggern. So, und das war's. Er formt nämlich Waffen auf seinen Händen. Er hat verschiedene. Unter anderem hat er Streitkolben. Ich glaube, er hat einfach eine Faustversion und er hat auch eine Lanze. Das ist die Lanze. Wir reißen ihn um, genau wie die anderen alle, die ganzen anderen Bastarde, und wir staggern ihn. Und zack, aus Versehen wieder Guardrap gemacht. War nicht ganz so schlimm. Denn wir haben genug Ausdauer im Moment. Was ist das? So, der alte Glockenhelm. Der ist recht spannend. Da ist das Ding. Der sieht nicht nur toll aus. Wir haben jetzt einen Glockenkopf. Denn jedes Mal, wenn wir einen Kopftreffer erleiden, dann hören wir das Ringen einer Glocke. Und wir sind jetzt auch immun gegen Stagger. Normalerweise ist es so, wenn wir einen Kopftreffer halten, ob das jetzt ein Pfeil ist oder ob das zum Beispiel die Giftprojektile sind im Schlund von diesen Statuen, die uns permanent gestaggert und vergiftet haben, was auch für den einen oder anderen Tod gesorgt hat. Wenn wir diesen Helm tragen, sind wir immun dagegen. Wir können dann nicht mehr gestaggert werden und wir kriegen auch keinen Schaden mehr, wenn wir einen Kopftreffer erleiden. Das ist ziemlich cool. So, dort haben wir erstmal. Ah, wir können ja trotzdem hingehen. So, hier ist überall Pulverschnee. Und hier sehen wir ein Tor. Das können wir nicht öffnen. Und hier sind vier Fackelständer. Wenn wir jetzt versuchen, unsere Fackel zu entzünden, dann wird sie sofort wieder gelöscht. Das liegt an dem Schnee. Wir müssen diesen Schnee hier loswerden, damit wir in der Lage sind, hier in der Kälte mit Fackeln herumzulaufen. Um zum Beispiel diese Fackelstände dort zu entzünden. Das könnte ja irgendetwas mit der Tür zu tun haben. Wer weiß das schon so genau? So, hier haben wir ein Leuchtfeuer. Das entzünden wir erstmal und dann setzen wir uns daran. Denn wir wollen natürlich unsere Haltbarkeit zurück von unserem Schwert, unseren Estus und auch unsere Kanonenkugel. Zurzeit sollten wir noch reichlich haben. Ja. Wir haben noch 10 Minuten, denke ich. So, hier ist noch einer von den Burschen. Und der nutzt seine Lanze. Und das hat ihm nicht viel genutzt.
So, dort oben sieht man heiße geile Weiber. Da sieht man sogar drei Stück von denen. Und da ist ein weiterer von diesen heißen kalten Boys. Von diesen coolen Jungs hier. Die coolen Jungs mit ihren Eisattacken. Wir versuchen hier zu treffen. Aber man sieht, wir treffen hier die Biene vor uns. Jetzt haben wir ihn erwischt. So, hier sieht man den Hammer, die Hammer-Version der Waffe. Und dann reißen wir ihn nochmal um und hauen ihn kräftig in die Fresse. Dann war es das mit ihm. So, die Lanze von denen können wir bekommen, den Hammer allerdings nicht. So, hier sind noch mehr dieser Weiber und da ist einer von den heißen. So, der versucht uns hier zu erlegen. Das lassen wir nicht zu, denn wir rammen ihn in die Erde. Dann will ich zuerst den Kerl da wegkriegen, denn seine Eisattacken sind sehr nervig. Dort unten hat sich jemand aktiviert dort. So, und schnappen wir uns natürlich. Das verfehlt. Wir reißen ihn wieder um, bahnen und nutzen den Vorteil, den wir haben. Mit unserer riesigen Waffe, denn es wäre töricht, wenn wir ihn nicht nutzen würden. So, hier unten haben wir was. Lloyds Talismane, recht praktisch, um zu verhindern, dass sich andere Spieler heilen und auch der ein oder andere Gegner kann sich heilen mit Estus. Und davon mal abgesehen, sorgt es auch noch dafür, dass Mimics uns nicht auffressen und nicht aggressiv werden, wenn wir sie damit treffen. Das haben wir ja schon mal gesehen. So, hier sieht man ein paar Beine. Da ist nämlich noch ein Item. Das holen wir uns. Ring des Eingebetteten. Mhm. Na, das werden wir uns später ansehen, denn der Eingebettete wird nochmal wichtig werden. Es gibt nämlich auch noch ein Schwert, das mit ihm zu tun hat. Und noch ein Charakter. So, und hier haben wir noch ein Item. Und zwei dieser Weiber. Dunkler Tanz. Dunkler Tanz ist eine Hexerei. Die ist vergleichbar vielleicht mit der von Feldstadt, diesen Angriff, den er einsetzt, nachdem er sich bufft. Feldstadt ist der Typ mit der Glocke, den wir besiegt haben, bevor wir zu Vendrick kamen. Okay, und der Kerl hier wirft mit seinem Scheiß nach uns. Wir haben ihn gestaggert. Wir haben ihn pariert, meine ich. Und dann haben wir noch einen kräftigen Angriff abbekommen, der uns fast umgebracht hat. Ehrlich gesagt war mir nicht klar, dass wir das parieren können, aber jetzt habe ich es ja gesehen. Ziemlich coole Sache. So, da sehen wir jemanden, der uns beschießt. Das soll uns nicht weiter stören, denn er kann uns hier nicht treffen. Wir öffnen dieses Tor hier. Und wir haben noch 6 Minuten. Das sollte reichen, um noch zum nächsten Feuer zu kommen. So, jetzt sieht man, der Schneesturm hat aufgehört. Und dort sieht man den Ort, von wo wir ursprünglich kamen. Wir haben uns dort hinten bei diesem Schlangenbrunnen oder bei dieser Statue. Von dort haben wir uns her teleportiert nach Alien Lois und sind dann über diese Brücke gegangen und dort ist das Haupttor. Wir können dorthin gehen, das nützt uns erstmal nichts, denn uns mangelt es an einem Schlüssel. Und wir können hier hingehen und das werden wir auch machen. So, wir rollen an ihm vorbei und wechseln ihn. So, diese Burschen hier droppen die Lanzen, diese Eislanzen, man sieht sie hier, die sind recht gut für einen Zauberer. Denn die verursachen Zauberschaden und wenn man die bufft mit Zaubern, dann machen die geradezu irrsinnig hohen Schaden. Und hier kommen wir zu dem netten Kollegen, der uns mit Zaubern eingedeckt hat. Das hilft ihm leider nicht mehr viel, denn er ist von ihr aus hat er uns beschossen. Und hier sieht man sehr viele eingefrorene Truhen. Die werden sich natürlich uns hoffentlich noch öffnen. Und hier sieht man eine Truhe, die ein bisschen skurril ist. Denn die hat Arme. Ja! Deswegen haben wir Lloyds Talismane bekommen, denn es gibt hier natürlich auch Mimics. Selbstverständlich gibt es die.
Und ich neige dazu, das erstmal schließen zu wollen hier. So. Hier sind noch mehr von diesen geilen Weibern und da haben wir noch einen der dieser Wallgolems. So heißen die nämlich. So, noch mehr Eis. Und hier sind ein paar Ballisten. Hier ist ein Item. Prismastein. Und und hier ist jemand. Man sieht ihn nämlich. Der nutzt unser Schwert, der Bastard. Das ist ebenfalls ein unsichtbarer Krieger, den wir sehen könnten, wenn wir dieses Item bekommen, von dem ich vorhin sprach. Ich habe ihn gerade gehört. Wo ist er? Da ist er. Ich sehe ihn. So, wir treffen ihn und reißen ihm den Arsch auf. Denn unsichtbar oder nicht, solange er kein Bossgegner ist, schaffen wir ihn auch. So, der feuert die Balliste ab, dieser dreckige Bastard. Das lassen wir natürlich nicht zu. Ja, er lebt noch. Kanonenschuss! Haben wir ihn erwischt? Hallo? Ja, wir haben ihn getötet. Alles klar. Die Kanone hat gesessen. Hier sieht man einen Pharos-Stein. Den können wir nicht aktivieren, denn wie man sieht, ist die Mundöffnung zugefroren. Ja, ich finde es ziemlich cool, dass die Kanone ihn erledigt hat. Obwohl er unsichtbar war. Er stand genau in unserer Fresse gewissermaßen. So, wir könnten hier die Balliste abfeuern. Allerdings werden wir dann nichts treffen. Also ist das eine vergebene Aktion. Und hier können wir nicht hin, denn wie man sieht, hier ist massives Eis. Die Zeit haben wir noch für Scherereien, natürlich haben wir die noch. 2 Minuten haben wir noch, locker. Wir gehen also hier hin und sehen, hier ist eine weitere Truhe, die sich uns nicht offenbaren möchte. Und hier unten sieht man wieder das Feuer. Dort bekommen wir das Item, das wir benötigen, um auch diese Gegner dort hinten sichtbar zu machen. So, wir gehen wieder hinaus vor die Tore. Hier ist ein Gegner. Man hat nämlich den Speer gesehen hier. Und hier sieht man den Hebel, interessanterweise. Den ziehen wir mal. Und was kriegen wir dafür? Ein Haufen Geröll, super, prima. Wir kriegen hier nichts, aber wir können jetzt woanders hin. Ein Ort, den wir schon gesehen haben, können wir jetzt aufsuchen. So, er hat mich gestaggert, der dreckige Lump, aber nein, er hat mich nicht gestaggert, er hat mich aber getroffen. Insofern lohnt es sich massiv, wie ihr bemerkt, dass wir 87 Balance haben. Denn umso mehr Balance man hat, umso gatziger wird der männliche Körper werden. Unsere Zeit ist langsam ein bisschen knapp. Wir werden allerdings noch zum nächsten Leuchtfeuer kommen, denke ich. So, wir springen hier runter. Schnappen uns dieses rote Wasser hier. Heilen uns. Ja, wir finden zwar kein Leuchtfeuer mehr in der Folge, aber dort vorn sehen wir den Turm. Wir werden also in der nächsten Folge auch in der Lage sein, unsichtbare Gegner zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Bis zum nächsten Mal, dann möglicherweise mit einem Bosskampf.